Gibt es ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod? Gibt es ein Szenario, in dem ein Krimineller lieber die Todesstrafe als eine lebenslange Haftstrafe wählen würde? Nun, so surreal es auch klingen mag, es gibt Gefängnisse auf dieser Welt, die die Todesstrafe zu einer barmherzigen Strafe machen. Gefängnisse voller unaussprechlicher Schrecken, die einem den Magen umdrehen würden. Und in diesem Video zeige ich Ihnen die 10 schlimmsten. Also atmen Sie tief durch, denn es wird bald sehr hässlich. Nummer 10. Black Dolphin Gefängnis. Standort. Russland. Fragen Sie jeden Russen, den Sie kennen, und er wird Ihnen sagen, dass das Leben in jedem russischen Gefängnis unglaublich hart ist. Aber dieses Hochsicherheitsgefängnis Black Dolphin definiert diese Qualität neu. Black Dolphin liegt an der Grenze zu Kasachstan und ist eines der ältesten Gefängnisse Russlands. Seinen Namen verdankt es der Statue an der Vorderseite des Gebäudes, die die Gefangenen selbst gebaut haben. Das ist seltsam, denn Black Dolphin ist nicht wirklich für seine Freiheit bekannt. Tatsächlich besteht die einzige Möglichkeit, diesem Gefängnis zu entkommen, darin zu sterben. Und glauben Sie mir, wenn ich das sage, das ist das Schicksal eines jeden Insassen. Denn nur Insassen mit lebenslanger Haftstrafe werden nach Black Dolphin geschickt. Das Gefängnis beherbergt etwa 700 Insassen, die zusammen eine Mordzahl von etwa 3500 haben. Bei gleicher Verteilung sind das mindestens 5 Opfer pro Insasse. Aber Mord ist nicht die schlechteste Fähigkeit in ihrem Lebenslauf. Black Dolphin beherbergt auch Kannibalen, Übergriffe der schlimmsten Art, Wahnsinnige, Terroristen und Pädophile. 2 Insassen werden gezwungen, brutal gebaute 50 Quadratmeter große Zellen zu teilen, die hinter 3 Stahltüren gesichert sind. Und diese Zellen werden rund um die Uhr per Video überwacht und alle 15 Minuten machen Wachen eine Runde. Die Gefangenen verlassen ihre Zelle kaum noch, aber wenn sie es tun, werden ihnen die Augen verbunden und sie müssen in der Hüfte gebeugt gehen. Auf diese Weise haben sie nie ein Gespür für ihre Umgebung. Es gibt keinen Gefängnishof und keine Cafeteria, da die Häftlinge gezwungen sind, in ihren schmuddeligen Zellenräumen nur Suppe und Brot zu sich zu nehmen. Wenn die Hölle ein Gefängnis wäre, wäre Black Dolphin ein starker Anwärter. Nummer 9. Alde Ciudad Barrios Standort. El Salvador. Was könnte nun schlimmer sein als die Hölle? Ich bin froh, dass du gefragt hast. Erlauben Sie mir, Ihnen Alde Ciudad vorzustellen, das gefährlichste Gefängnis in ganz El Salvador. Der Grund, warum es so gefährlich ist, liegt darin, dass es 2 der berüchtigtsten Banden der Welt beherbergt. Die MS-13 und die Barrio 18-Bande. Der Tod kommt oft ohne Vorwarnung, wenn ein Insasse kein Bandenmitglied ist. Und deshalb wurden von 2004 bis 2015 nur Gangmitglieder in die Hölle geschickt. Aber manchmal reicht es nicht einmal aus, Mitglied einer Gang zu sein. Und meistens sind sie für sie die geringste Sorge, weil die Lebensbedingungen so schlecht und das Gefängnis so überfüllt sind, dass es leicht zu einem Kampf auf Leben und Tod werden kann, wenn man einfache Dinge wie Essen oder einen Platz zum Schlafen bekommt, weil jeder seinen Anspruch bestreitet. Der Ruf des Gefängnisses für Gesetzlosigkeit und Gewalt ist so real, dass die Gefängniswärter Angst davor haben, das Gefängnis zu betreten. Und das Ergebnis: Das gesamte Gefängnissystem wird von den Gangmitgliedern betrieben. Nummer 8. Gefängnis der Insel Petak. Standort: Russland. Es wird nicht ohne Grund das Alcatraz Russlands genannt. Und dieser Grund würde dem Teufel die Angst vor Mutter Russland ins Herz treiben. Dieses winzige Inselgefängnis liegt isoliert auf dem riesigen Nozoverosee und beherbergt 193 Gefangene, alle zu lebenslangen Haftstrafen. Wenig überraschend sind die Insassen meist die Schlimmsten der Schlimmsten. Und jeder von ihnen wird jeden Tag 23 Stunden lang in einer kleinen Zwei-Mann-Zelle festgehalten. Eine Flucht ist unmöglich, denn Häftlinge dürfen ihre Zelle aus keinem Grund verlassen. Und die eine Stunde, die ihnen erlaubt ist, den Lockdown zu verlassen, verbringen sie damit, in einem Käfig zu stehen, in dem sie kaum auf- und abgehen können. Der krönende Abschluss dieser schrecklichen Realität ist jedoch, dass es an grundlegenden sanitären Einrichtungen mangelt, was dieses Gefängnis noch schlimmer als Black Dolphin macht. Es gibt keine richtigen Toiletten und keine richtigen Badezimmer. In einem Stahleimer verrichten die Häftlinge ihr Geschäft. In dünnen Betten finden sie Schlaf. Manche vergleichen die Lebensbedingungen im Gefängnis der Insel Perak mit denen eines Zoos im Winter. Und das liegt daran, dass die Insel von eiskaltem Wasser umgeben ist, das dazu beiträgt, den Geist der Insassen zu brechen. Nummer 7. Bangkwang-Gefängnis. Standort: Bangkok, Thailand. Das Bangkwang-Gefängnis ist aus einem bestimmten Grund eines der schlimmsten Gefängnisse der Welt. Viele seiner Insassen waren einst Touristen. Und weil die Gefängniseinrichtung so überfüllt ist, müssen diese strafbaren Touristen im selben Raum wie die Gefangenen in der Todeszelle zusammengepfercht werden. Und die Straftaten, die einen in Bangkwang verwickeln könnten, sind oft sehr trivial. Wenn sie das falsche Buch lesen, in Gruppen zu 5 bleiben oder sogar in der Öffentlichkeit ein Sandwich essen, erhalten sie möglicherweise ein One-Way-Ticket nach Bangkwang. Das Leben in Bangkwang ist für die Insassen mehr als hart. In den ersten 3 Monaten ihrer Haftstrafe müssen neue Insassen Eisenketten tragen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Essen, das ihnen serviert wird, oft von Maden befallen ist. Und Wasser zu trinken ist ein absoluter Luxus. Aber damit ist es noch nicht getan. Glauben Sie nicht, dass Sie Bangkwang einfach dadurch meiden können, dass Sie ein guter Bürger oder Tourist sind.
Vor ein paar Jahren wurde ein Brite ins Gefängnis geworfen, als eine thailändische Bande ihn überfiel. Und obwohl er ein Auge verlor und Verletzungen davontrug, musste er in Bang Wang noch Zeit, sich zu wehren. Nummer 6. Zentralgefängnis. Kitarama. Standort. Ruanda. Überbelegung ist ein gemeinsamer Nenner der meisten Gefängnisse auf dieser Liste. Aber in keinem Gefängnis ist es so schlimm wie im Kitarama-Zentralgefängnis in Ruanda. In einer Einrichtung, die ursprünglich für die Unterbringung von nur 1.300 Insassen konzipiert war, wurden 8.000 Gefangene gezwungen, sich den Raum zu teilen. In den meisten Fällen ist es ein Luxus, einen Liegeplatz auf dem Boden zu finden. Und viele Insassen sind gezwungen, den ganzen Tag zu stehen oder mit denen zu verhandeln, die Teile des Geländes beansprucht haben. Und es ist nicht so, dass es sich bei dem umstrittenen Grundstück um ein schönes Grundstück handelt. Es ist feucht und meistens mit rohem Kot gefüllt. Es überrascht nicht, dass dies zu mehr, wie ist das Wort nochmal, sagen wir, komplexe Probleme. Viele Gefangene sind an Krankheiten und Erstickung gestorben. Und wenn sie sich versehentlich ihren Fuß verletzen würden, würde Brandwunde entstehen und sie müssten ihn entweder selbst aufschneiden, riskieren den Tod oder müssen zusehen, wie er von ihrem Körper abfällt. Aber es kommt noch schlimmer. Es gab mehrere Fälle, in denen sich Häftlinge aus Hunger gegenseitig verspeisten. Und der Kannibalismus könnte noch schlimmer sein, als ich gerade begonnen habe, weil es kaum oder gar keine Dokumentation über die Aktivitäten hinter den Gefängnisgittern gibt. Und Gefängniswärter wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass die von ihnen betreuten Gefangenen unmenschlich seien. Im vergangenen Jahr starben 2000 Menschen in ruandischen Gefängnissen. Die überwiegende Mehrheit dieser Todesfälle ereignete sich innerhalb der Mauern des Zentralgefängnisses Gitarama. Nummer 5. Hochsicherheitsgefängnis. Kamiti, Standort Kenia. Was dieses Gefängnis sofort von den anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es die Heimat der Schlimmsten ist. Das 1954 von britischen Kolonisten erbaute Gefängnis wurde einem Kolonialsystem alten Stils nachempfunden, um Straftäter während des im Oktober 1952 ausgerufenen Ausnahmezustands unterzubringen. Noch heute ist der ursprüngliche Galgen erhalten und es ist noch höllischer geworden als vor mehr als einem halben Jahrhundert. Einerseits ist es überfüllt. In einem Gefängnis, das 1200 Insassen beherbergen sollte, sind fast 3000 Insassen zusammengepfercht. Andererseits hat diese Überbevölkerung schwere Viruserkrankungen wie HIV und AIDS, Syphilis, Tuberkulose und eine ganze Reihe von Krankheiten hervorgebracht, die normalerweise unter Kontrolle sein sollten. Noch schlimmer sind die endlosen Unruhen und die Korruption, die das Gefängnissystem heimsuchen. Da das Gefängnis der beliebteste Sammelpunkt der Regierung für politische Dissidenten ist, ist ein Großteil der Bevölkerung gebildet. Dies wiederum hat zu einem Telefonbetrugsring innerhalb des Gefängnissystems geführt, bei dem zahlreiche Gefangene, unschuldige kenianische Staatsbürger außerhalb der Gefängnismauern um ihr Geld betrügen. Das Kamiti-Maximum-Gefängnis ist eine Jauchegrube des Chaos. Und nur die klügsten, mutigsten und absolut rücksichtslosen können hinter seinen Mauern überleben. Nummer 4. Gildani-Gefängnis. Standort: Georgia. Sie sagen, das Gefängnis sei besser. Sie sagen, die Gewalt habe aufgehört. Aber das ändert nichts am schrecklichen Erbe des Gildani-Gefängnisses. Im Jahr 2012 wurde ein Video durchgesickert. Das Video ist zu anschaulich, um es hier zu zeigen. Aber ich kann Ihnen sagen, was Sie den Gefangenen angetan haben und jahrzehntelang getan haben. Jede Nacht wurden zufällig ausgewählte Insassen routinemäßig mit Besenstielen analysiert. Und eines davon wurde in den Videos gezeigt. Sie wurden oft geschlagen, ertränkt, ihre Knochen wurden absichtlich gebrochen und verbrannt. Alles durch die Hände sadistischer Wärter. Im 21. Jahrhundert handelte es sich um institutionalisierte Folter. Ein ehemaliger Häftling würde sich erinnern, sie haben mir die Fingernägel abgerissen, meinen Schädel beschädigt, meine Beinknochen, Rippen, Nase und Zähne gebrochen. Ich bin 43 Jahre alt, sehe aber aus wie ein alter Mann. Beim Gehen falle ich oft hin. Heute sagen sie, dass es den Gefängnissen gut gehe und dass die Folter aufgehört habe. Aber ich bezweifle, dass sie es selbst überprüfen möchten. Nummer 3. Mendoza-Gefängnis. Standort: Argentinien. Die 90 gefährlichsten Sträflinge in ganz Argentinien werden im Pavillon 5 des Mendoza-Gefängnisses festgehalten. Dieser Abschnitt ist so gefährlich, dass kein Wächter den Mut hat, diesen Abschnitt zu betreten. Und oft lassen sie die Mahlzeiten der Insassen an vorher festgelegten Stellen rund um die Tür stehen. Für manche mag das Verschlagen cool klingen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Es überrascht nicht, dass das Gefängnis ein ernstes Überbelegungsproblem hat. 1600 Insassen teilen sich eine Einrichtung, die nur für 600 Personen ausgelegt ist. Es gibt keine Betten und die Gefangenen müssen auf dem Boden schlafen, wo sie oft willkürlicher, intensiver und häufiger Folter ausgesetzt sind. Aber damit ist es noch nicht getan. Toiletten gibt es nicht, da die Gefangenen gezwungen sind, ihre Notdurft in Plastiktüten zu verrichten und in Flaschen zu urinieren. Durch ihre Korridore verläuft im wahrsten Sinne des Wortes ein Abwasserkanal aus Müll, menschlichem Abfall und Schleim. Und die Bedingungen sind so unerträglich geworden, dass es Berichte gibt, dass Häftlinge aus Protest buchstäblich den Mund zugenäht haben und bessere Lebensbedingungen forderten. Und doch kommt es noch schlimmer. Ihre Nahrung ist Schlamm. Und diejenigen, die nicht stark, schnell und klug genug sind, hungern oft und sterben unter mysteriösen Umständen, wie die Behörden es gewohnt sind. Nummer 2. Diyarbakir-Gefängnis. Standort: Türkei. Das Gefängnis von Diyarbakir war in den 1980er und 1990er Jahren das Zentrum eines der missbräuchlichsten Regime in der Türkei. Tausende kurdische Männer und Frauen erlitten schreckliche Formen der Folter. Und damals galt es als das schlimmste Gefängnis der Welt.
Heutzutage ist es das zweitschlechteste, aber nichts hat sich verbessert. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass sich die Bedingungen verschlechtert haben. Denn im selben Gefängnis, in dem die Abschaum der Gesellschaft untergebracht ist, sind auch Kinder eingesperrt. Und die Folter, der diese Insassen ausgesetzt sind, reicht von körperlicher Folter bis hin zu psychischen Übergriffen. Auf der physischeren, gewalttätigeren Seite der Dinge. Insassen werden geschlagen, misshandelt, verstümmelt, zum Essen von Exkrementen gezwungen und durch Stromschläge an ihren Genitalien getötet. Auf der eher psychologischen, entmenschlichenden Seite der Dinge. Dieselben Insassen werden gezwungen, den Hund des Gefängnisdirektors zu grüßen, an willkürlichen Scheinhinrichtungen teilzunehmen, die möglicherweise nie stattfinden oder auch nicht. Und sie werden gezwungen, in der Kanalisation zu baden. Um ihnen zu zeigen, wie verzweifelt die Situation ist, protestieren Gefangene routinemäßig trocken gegen die Haftbedingungen. Und in den meisten Fällen verhungern diese Gefangenen. Kürzlich zündeten 4 Gefangene ihre Körper an. Und später zündete ein Häftling seine Zelle an, bevor er sich aus Widerstand erhängte. Nummer 1. Lager. 22. Standort. Nordkorea. Lager 22 ist nicht nur eine Gefängniseinrichtung. Es handelt sich um eine Reihe von Identitätsgefangenenlagern mit bis zu 200.000 Gefangenen, die sich über die gesamte Länge Nordkoreas erstrecken. Die wenigen äußerst glücklichen Überlebenden haben die Bedingungen im Lager mit den Gräueltaten verglichen, die im Zweiten Weltkrieg an den Juden verübt wurden. Hunger ist keine Neuheit, sondern die Realität eines jeden Gefangenen. Den Häftlingen wird für die Dauer ihres Daseins täglich ein Brei aus Maismehl und Kohl verfüttert. Und um nicht an Unterernährung zu sterben, müssen die Gefangenen ihre Ernährung mit Ratten und Insekten ergänzen. Ratten wurden zu einem so wichtigen Bestandteil ihrer Ernährung, dass Nagetiere buchstäblich ausstarben. Wenn Sie etwas über die Fortpflanzungsweise von Ratten wissen, wissen Sie, dass das gelinde gesagt beeindruckend ist. Im Durchschnitt sterben jedes Jahr 20-25% der Gefängnisinsassen. Wenn Häftlinge nicht gerade an Unterernährung sterben, machen die Gefängniswärter ihr Leben zu einem satirischen Horrorstück. Jeder ist freiwillig für die Gefängniswärter. In den Lagern geborene kleine Mädchen werden oft an Hunde verfüttert, um sie zu Bösartigkeit zu erziehen. Zur Stressbewältigung der Wärter werden Insassen brutal behandelt. Und wenn sie versuchen zu fliehen, wird jeder in ihrer Familie gefoltert, auch diejenigen, die nichts von ihrer Flucht wissen. Auch eine Schwangerschaft ist strengstens verboten. Schwangere werden oft an einen Baum gebunden, der Fötus wird aus dem Bauch herausgeschnitten und dann erschossen. Im Lager 22 zu sterben, ist das Beste, was einem passieren kann. Leben bedeutet jedoch endloses Leiden.